Hallihallo und wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen Lego-Tag, an dem wir mit Steinen bauen und das große Piratenschiff befreien. Erstmal gucken, das sieht schon ziemlich cool aus. Muss ich ja sagen, so einen Bausatz hätte ich ja schon gerne irgendwo. Ne? Aber es gibt's nicht, weil Lego nur noch Franchise macht, leider. Leute, wir müssen Zeug basteln, Kram machen, rumsurfen. Hier ist irgendwie ein Kran oder so, den kann ich aber irgendwie noch nicht bedienen. Der hat keine Funktion zurzeit. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal was bauen. Den Lastenaufzug wiederherstellen. Oh, einen Zugang zum Hebel. Platziere alle großen Fässer, platziere alle kleinen Fässer. Okay. Soll wahrscheinlich ungefähr so laufen. Ja, anders kann ich es mir jetzt gerade nicht unbedingt vorstellen. Die großen bewahre ich mir mal lieber noch ein bisschen auf. Aber warum? Ich darf nicht da unten bauen. Okay, dann mache ich es anders. Dann mache ich es so. Einmal ganz kurz gucken. Aber der Zugang zum Hebel gilt. Er gildet. Das gildet nicht. Hat man früher oft gesagt, ne? So, dann mal absetzen hier. Ne, dann nehme ich lieber hier einen langen noch. Kopiere den einmal hier rüber. So, das dürfte ja irgendwie halten. Konstruktion ist noch nicht im Gleichgewicht. Ja, da kümmere ich mich dann drum. Platziere alle großen Fässer, platziere alle kleinen Fässer. Warum? Kann man Fässer stapeln? Nee, kann man nicht. Okay. So. Schauen wir mal, jetzt kippt das alles hier. Ich kann das jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Bringt mir aber nichts. Zurück, dann kurz das Fass hier wegpacken. Alles ein bisschen mehr zur Mitte hinziehen. Kannst du da mal runtergehen? Danke. Jetzt kippt's nach vorne, oder was? So, warte, jetzt gibt's weiter. Das heißt, ich muss mehr Gewicht nach vorne bringen. Warte mal, wie kriege ich denn mehr Gewicht nach vorne? Das Fass. Nee, dann gibt es ja auch noch weiter nach hinten. Kleinen Fässer weiter nach hinten, die großen weiter nach vorn. Die Konstruktion im Gleichgewicht halten. Ich packe jetzt einfach mal noch ein paar Steine hier hin.
Das darf da nicht rausgucken, das kann aber hier hin. Okay, das nochmal raus hier. Ja. Wunderbar. Achso, da ist gar kein... Achso, da kann ich den Lastenaufzug noch verändern. Da kann ich ihn nochmal hochfahren. Dann untersuchen wir das mal hier. Das Schiff macht einen soliden Eindruck, aber wie kommen wir an Bord? Lass uns etwas Material sammeln, aus dem wir eine Gangway bauen können. Okay, da ist ein Teleporter, da ist irgendwas Verdecktes. Da ist... Kram zum Stompen. Das Piratenlevel ist ganz schön lang im Gegensatz zu den anderen, also zu dem davor. Haben sie sich Mühe gegeben, hier haben gesagt, Piraten lieben die Leute. So, haben wir das schon mal bewegt. Wozu das auch immer gut ist. Dann gehen wir mal da oben gucken. Da ist noch ein Brunnen. Sehr schwierig mit der Tastatur hier diese Position zu finden. Hier ist der Teleporter. Der fluppt mich nach hier unten. Da kann ich einen Vogel einsammeln. Okay, haben wir das auch. Da war der Brunnen. Dann müssen wir jetzt nach hier unten. Da ist noch ein Brunnen. Die Kiste wird immer leichter, immer weiter angehoben. Hier ist noch ein kleiner Einsiedler. Nehmen wir mit. Hier ist was zum Spülen. Aha, aber warum musste ich da erst die Brunnen füllen? Ich weiß es nicht. Ja, Muschels. 50 Muschels. So. Pariere die Gangway. So, hier sind schon mal Sachen. Muschel. Muschelbelag. Und ein Shortcut, würde ich mal behaupten. Ja, da kommen wir hierhin wieder zurück. Ich habe aber noch nicht alle Sachen, die ich brauche. Deswegen gehe ich jetzt erst nochmal hier gucken. Von da bin ich gekommen. Der Teleporter geht nicht. Von da komme ich nur von hier irgendwie hin. Na, hier. Okay. Für die Gangway haben wir Kram gesammelt. Da hoch. Das ist. Also von Abkürzung kann man hier ja nicht sprechen, ne? Was?
Oh Gott. Okay. Was? Wir dürfen nur hier bauen. Was? Wie soll ich das denn jetzt machen? Was soll das denn sein? Warte mal kurz. Simulieren. Ach, das kippt dann um. Das kippt dann um. Warum mache ich das eigentlich so? Alter, ich muss gleich ganz dringend mal Lulu machen gehen. Das geht so schon mal nicht so richtig. Warte, wir machen das hier hin. Warte, kommt der ja eh easy hoch. Oh Gott, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu kompliziert hier, das Gerät. Kurz mal eben gucken. Zurück. Nee, ich muss erst kurz auf Toilette. So, da bin ich wieder. Das ging schnell. Ich verspreche, ich habe auch mindestens dreimal abgeschüttelt. So, jetzt mache ich das hier. Keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach mal hier so. Und dann mache ich die Dinger hier noch drauf. Geht das? Nee. Das geht gar nicht. Aber so rum geht's. So, System nicht gedribbelt. Mist. Aber wenn ich das jetzt hier wegmache, dann geht das, ne? Ja. Ja, was denn? Wieso hängt der denn da? Der will mich... Die wollen mich richtig vermöbeln, wollen die mich, ne? Jetzt komm aber, jetzt kannst du da... Ja. So, haben wir doch eine Gangway gemacht. Gangmay. Was ist denn da los? Jawohl, da wird sich gefreut, hä? Potzblitz, da ist das legendäre Schiff, aber da steckt ein Kraken drin. Keine Bange, der ist total friedlich. Außerdem, wenn ihr ihn gut behandelt, bekommt ihr nicht nur ein tolles neues Schiff, sondern auch gleich ein Haustier dazu. Ah, du hast recht. Nach einem Krakenschiff würden sich alle umdrehen, wo immer ich damit auftauche. Alle an Bord. Bring das Schiff in die Lagune. Laguni, Laguni, Lagun. Da bekomme ich ja irgendwie wieder Bock auf Sea of Thieves, ne? So. Dass wir jetzt wirklich wieder ein Schiff haben, seht mich an. Mir treibt es fast die Tränen ins Auge. Vielen, vielen Dank. Ihr habt diesen bunten Haufen bissiger Seebären sehr glücklich gemacht. Ja, ja, ja. Ah, Wäschepott rausgedrückt. Richtig nice. Gute Feelings. So, da steckt jede Menge Energie drin. In einem guten Müsli. Ein schönes Weizen-Haferflocken-Müsli am Morgen. So, es scheint, als hätten wir genug Energie, um die nächste große Umwandlung durchzuführen. Jawohl. Ich bin mir sicher, dein Großvater wartet auf uns beim nächsten Teil des Parks. Hallo, hier drüben bin ich. Lasst uns den Realitätsumwandler mit Energie versorgen. Wandle die Realität. Wandle! Nun wandle! Wandle nicht auf Erden, sondern wandle. Auf Wolken. Es hat wieder geklappt. Dann entwirf doch bitte nur noch alle fehlenden Teile für die Attraktion. Na gut. Eine Schiffsschaukel. Ich muss die ganze... Alter.
Okay, hier kannst du, wenn du Bock hast, jetzt natürlich ein richtig fettes Piratenschiff bauen. Da kannst du dich natürlich jetzt richtig auslassen am System. Vor allen Dingen platziere den Bugspriet, du erkennst ihn, wenn du ihn siehst. Vorne der so Nippel drauf, du. Wie die da reinkommen, weiß ich jetzt selber nicht, ne? Aber, oh. Wieso kann ich das nicht kopieren? Es sind doch 3 Sitze da. Meine Güte. Und rein jetzt. So, das Steuerrad. Warte mal, oh, da muss ich auch noch... Ich ziehe euch mal alle ein bisschen weiter zurück. Das ist da nein. Das passt da nicht mehr rein. Alle Mann zurück. Weiter geht's nicht. Okay. Ja, komm, ihr kriegt wenigstens noch euer Geländer zurück hier. Was jetzt natürlich nicht mehr passt wegen der Schiffsschaukel. Ja. Sehr beeindruckende Schiffsschaukel. Ach so, das geht nur in die eine Richtung. Naja, fertig. So, da schaukelt sie. Warte, jetzt gleich. Zog die Leinen fest, ihr lausigen Landratten, alle Hände an Deck. Na bitte, erstaunlicher Enthusiasmus. Aber mal nebenbei gesagt, absolut phänomenal hingekriegt. Der ganze Park ist wieder aufgestellt und in Betrieb. So, war das Rufina am Eingangstor? Meine Güte, ja, es ist die Bürgermeisterin. Ach sowas, hallo Frau Bürgermeisterin, wir haben uns nicht mehr gesehen seit dem Zwischenfall mit der Unendlichkeits-Eiscreme-Maschine, ja, das habe ich nicht vergessen, diese armen Touristen, so viel Hirnfrost. Egal, ich bin nur hier, um den Park zu schließen und das Grundstück in Besitz zu nehmen, sie werden es wohl kaum geschafft haben, inzwischen all diese verrückten Attraktionen entstand. Ja, ja, oh, mein Fehler. Ganz genau. Und zwar mit der Hilfe meiner unermüdlichen Assistenten hier bin ich überglücklich, dass alles nun fertig ist. Und diese Fahrgeschäfte, sind die auch sicher? Absolut, ich habe die Spezifikation 103 Mal überprüft, während ihr geredet habt. Jede Fahrt ist ziemlich ungefährlich. Und wer bist du? Eine hochentwickelte interstellare Sonde, vor Jahren entsandt, aber verbessert und durch außerirdisches Zutun empfindungsfähig gemacht, außerdem mit hochtechnischem Wissen ausgestattet. Na dann, wenn ein Experte die Sicherheit bestätigt, werde ich die ganze Stadt wissen lassen, dieser Vergnügungspark ist wieder voll eröffnet. Moment noch, womit werden denn die Fahrgeschäfte angetrieben? Bei der letzten Wahl versprach ich den Kohlendioxidausstoß dieser Stadt. Entspannen Sie sich, Frau Bürgermeisterin, dieser Park wird mit reiner Fröhlichkeit am Laufen gehalten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, dank meines Zutuns. Ja, hurra!
eine Lego-Wolke. Lego Brick Tales, Clockstone Studio, Andreas Knecht, Kecht und Christopher und Dominik und Helmut und Kevin und Matthias und Michael, Nathalie, Nicola, Rainer, Stefan, alle sind dabei. Okay, cool, Lego Games hat mitgemacht und Freunde, das ist es gewesen. Das, Fazit für ein Let's Play, relativ lang. Für zu Hause auf der Couch, ja, in Ordnung. Den Preis rechtfertigst aber nur, wenn du wirklich ein Lego-Enthusiast bist, sag ich mal. Für so ein nebenbei mal eben 40 Euro, da kriegst du als Gamer bessere Dinge. Aber wenn man richtig Bock hat auf Lego und ne, man könnte es jetzt nochmal komplett durchspielen, also ne, man könnte jetzt komplett noch die Viecher sammeln und Kram halt machen, noch Geheimnisse finden und also es gibt noch einiges und du kannst natürlich im Free-Build-Modus kannst natürlich die großen Träume deiner Gedanken in Steinform etablieren und all die wahnwitzigen Verflechtungen der vierten Dimension ergründen, aber das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Als Lego-Enthusiast, ja, lohnt sich das. 40 Euro ist okay. Als normaler Gamer zwischendurch, ja. Und als Let's Play war es dann ein bisschen lang, aber jetzt nicht unbedingt unspaßig, ne? Hat mir eine Freude gemacht. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal bei einem anderen Spiel irgendwo da draußen im YouTube-Kosmos wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit Au.